Hallo, willkommen zurück auf der Niedersachsen 21 MLS 19. Wir haben unser Feld 73 abgeerntet. Hier war Soja drauf. Und da war unglaublich viel Unkraut drin, weil ich vergessen habe zu striegeln und weil ich zu dem Zeitpunkt des Wachstums eben noch keine Spritze hatte. Wir haben daher diesen einen Hänger von dem Feld geholt mit 38.000 Liter Sojabohnen. Das ist gar nicht mal so viel, glaube ich, auch, oder ist es gar nicht mal so wenig? Ich habe eben schon mal geschaut, Ackergras ist das nächste. Das werden wir gleich abernten und direkt abfahren, weil die Saatzucht haben wir ja eingefahren. Das heißt, das werde ich direkt verkaufen. Ups, ich wollte in die Sojabohnen schauen. Sojabohnen 1700 bei Agrastor AG. Die habe ich aber noch nicht eingefahren, die Agrastor AG. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit, das mal eben zu machen, ne? Aber ich brauche diesen Hänger gleich ganz dringend. Für Ackergras. Dann laden wir die Sojabohnen erstmal ab. Und machen uns gleich dran, das Ackergras abzuernten. So, wunderbar. Da müssten wir eigentlich hier rumfahren können. Gerade ein bisschen zubbelig, mal kurz in die Außenperspektive. Da kommt unser Strohabfahrer. Der sammelt nämlich gerade auf der 82 ein. 83? 82? 82. Wir fahren zur 83. Den wollen wir uns jetzt mal nicht in den Weg stellen hier. Der hat noch gut zu tun, würde ich sagen. So, dann parken wir das Gefährt einmal kurz hier zwischen. Weil nach vorne muss natürlich unser Drescher. Hier ist unser Drescher, der steht schon bereit. Da muss ich den einklappen für die Fahrt. Ich tippe auf nein. Ich glaube, das wird passen. Das einmal weg. Und ihr seht, da wurde abgeliefert. Im Hintergrund läuft ein Rübenauftrag, der uns hoffentlich 47.000 Euro in die Kasse spült. Plus etwas Ernteertrag. Oh, hier hat er was stehen lassen. Aber dafür klappe ich ihn jetzt nicht wieder aus. Wir wollen ja schließlich vorankommen. So, das müsste passen. Wunderbar. Und hier steht unser Ackergras bereit. Auf der 14 haben wir auch Ackergras. Auf der 122 haben wir aktuell nichts. Da müssen wir noch neu ansehen. Wir haben also gut zu tun. Neben allen Aufträgen, die wir absolviert haben, können wir uns jetzt auch endlich um unsere eigenen Felder hier kümmern. Weil er war vielleicht doch nicht so schlecht, so schlau, den Drescher nicht einzuklappen. So, komm her. Bring dich mal in Position. Und dann legst du mal los. Beim letzten Mal haben wir ja manuell abgeerntet auf dem Feld. Jetzt werde ich das einmal automatisieren. 83. Ja, machen wir 6 Bahnen, wenn das denn geht. Gehen wir auf 13 Meter. Feldinseln haben wir nicht. Wo ist denn dein Startpunkt? Ist der ausgestellt? Der ist ausgestellt. Deswegen sehe ich den nicht. Da ist er. Okay, dann bleiben wir bei naheliegendstem Wegpunkt. Dann fährt er von hier an. Und ich muss noch umstellen auf Feld 83, dass das hier vermerkt ist. Und kann jetzt zurückspringen. Da wollte ich gar nicht hinspringen. Springen wir einmal durch. Zu dir wollte ich, genau. Und kann dem guten Mann hier sagen,
Du sollst auf Feld 83 abfahren und das aber bitte dann direkt verkaufen bei der Saatzucht. Ah, die ist noch hier oben. Da ist die Saatzucht. Muss ich mal ordnen. Ein bisschen sauber machen hier. Ah, ich stand zu weit hinten. Deswegen hat er jetzt schon die Kurve nicht mehr gekriegt. Ich hätte zu weit vorne. Aber von hier sollte das, glaube ich, klappen. Jawohl. Okay, in der Theorie läuft das hier jetzt. Und wir werden dann später hier einfach der Drescherspur folgen, die wir noch einspeichern müssen, damit wir das tun können. Hier seht ihr den Rübenauftrag. Ich habe eigentlich zwei Abfahrer bestellt. Einer steht da hinten. Das heißt, der hängt wieder fest. Momentan habe ich es hier wieder mit den Bäumen. Mal ist das mehr, mal ist das weniger. Schwierig zu erklären, woran es liegt. Tatsächlich. Kann ich mir noch keinen Reim drauf machen. Kostet natürlich immens viel Zeit bei diesen Aufträgen. Ich habe da schon einen zweiten Abfahrer von mir mit zugepackt, damit es ein bisschen schneller geht. Hier auf der 82 sammeln wir fleißig Stroh ein. Kann ja nicht schaden. Hier ist der zweite Abfahrer für die Rüben unterwegs. Der kommt gerade wieder von Nordzucker. Der Weg ist relativ weit bis zum Feld. Deswegen habe ich zwei Abfahrer bestellt und die müssen hier auch durch den Wald fahren zum Feld. Also eine etwas schwierige Anfahrt. So, und bei meinem Drescher wollte ich irgendwas einstellen. Was wollte ich denn einstellen? Ich wollte den Kurs speichern, damit wir den nicht verlieren. Feld 83, 13,5 Meter. Weil dann kann ich mir den später, um das Gras hier abzufahren, wieder laden und kann exakt der Spur folgen und dann automatisiert ins Fahrsilo einfahren lassen. Coole Sache. Und in der Zwischenzeit möchte ich gerne mit... Hier habe ich dich versteckt. Mit unserem Xerion Feld 73 vorbereiten. Wie fahre ich denn? Wie fahre ich denn? Eigentlich habe ich den... Ich habe da einen Feldeingang und ich habe auf der Seite einen Feldeingang gemacht. Ein bisschen kipplige Angelegenheit hier. Oh, nein, nein, die Taste wollte ich nicht drücken. Klapp's wieder ein. Noch nicht ausklappen. Ich wollte eigentlich einsteigen auf C und nicht ausklappen, ablassen auf V. Jetzt kannst du gleich ausklappen hier, mein Freund. So. Jetzt darfst du ausklappen. Und du darfst dir einen Kurs laden auf der 73 mit 7 Runden, scharf 10%, keine Feldinseln, weil nicht vorhanden. Und geh mal auf 12 Meter, weil wir haben 12,2 Meter. Wunderbar. Ah, da war ich jetzt ein bisschen zu optimistisch hier mit der Anfahrt aufs Feld. Leicht korrigieren, sonst bleibt mir da gleich so ein Rand stehen. Das finde ich immer nicht so schön. Du kannst loslegen und auch hier speichern wir ein, weil den Kurs habe ich noch nicht. 12,2 Meter und dann habe ich auch den parat. Das lübt doch. Das lübt doch wie am Schnürsche. Dann wollte ich einmal gucken, was denn unser von Feld 122 hier oben sagt. Wo ist es denn da? Bodenart, pH-Wert sind wir im gelben Bereich, bei Stickstoff sind wir im grünen Bereich. Was war jetzt was? Das kann man in der Info nachsehen. Stickstoffgehalt. Stickstoff, der ideale Stickstoff von der Fruchtart und der Bodenart, wenn du über das Feld lödt, wird durch Düngemittel gesteigert. Stickstoff durch Düngemittel und der pH-Wert. Durch Kalk entsprechend. Stickstoff grüner Bereich,
pH-Wert gelber Bereich. Das heißt, ich muss da mal kalken gehen. Oder sollte. Beim Durchskippen kontrolliere ich immer einmal, ob noch alles läuft. Momentan ist es ja ein bisschen zickig alles hier. Und hier habe ich noch einen freien Traktor. Den nehme ich mir jetzt mit. Das ist der große Optum. So, mal ein bisschen aus der Innenansicht. Und ich weiß nicht genau, ich glaube, ich habe hier wieder Dünger drin. Ja. Hm. Den kann ich aus diesem Hänger leider nicht hier einfach abladen. Den muss ich mir dann nachher, der Puma ist jetzt unterwegs. Ist ein bisschen doof. Dann entladen wir mal hier. Zack. Hat er da hinten reingestellt. Wunderbar. Und wenn ich mich nicht täusche, steht hier noch Kalk rum. Der muss ja mal weg. Dann nehmen wir den mal mit. Aktuell habe ich so eingestellt, dass Helfer nachkaufen dürfen. Wenn ihr das so einstellt, ich lasse das jetzt auch mal eben so, ui, schön übers Fahrrad gefahren. Sorry, Kollege, dein Fahrrad ist nicht mehr. Unangenehm. Wenn ihr das auch so eingestellt habt, dann solltet ihr bei Aufträgen, wenn ihr düngt, vor allem, wenn ihr mit so einem großen 40-Meter-Streuer unterwegs seid, mal darauf Acht geben, dass sich der Düngerfahrer nicht festfährt. So wie bei mir. Ich habe ziemlich viel Geld verschleudert, während der Düngerfahrer am Baum hing und die ganze Zeit Dünger rausgehauen hat. War sehr unnötig und ärgerlich. Felder 122, da sollst du hinfahren und dann ein Courseplay übergeben. Du kannst schon mal... Ah, nee, noch nicht. Und auf der 122 sollst du dann bitte düngen. Ja, 10 Runden wird er nicht schaffen. 12 Meter kann er, machen wir 11,80 Meter. Generieren uns das einmal. Da. Interessant. So viele Runden muss er damit fahren. Na gut. So soll es sein. Das lassen wir mal an. Jetzt ein Wegpunkt. Achso, wo starten wir? Das habe ich gerade nicht beeinflusst. Das muss ich nochmal machen. Ich möchte im Südwesten starten. So. Das sollte ich noch mit einstellen. Und dann kann ich den losschicken. Und kann kontrollieren, ob der Rest hier jetzt läuft. Ja, auf jeden Fall habe ich viele 1000 Euro einfach verdüngt. Aber halt nicht sinnvoll verdüngt. Sehr ärgerlich. Es kommt davon, wenn man noch so ein paar Haushaltspflichten zu tun hat und sich denkt, ja, das kann ja nebenbei laufen hier. Und da mache ich hier schon mal Abwasch, Wäsche, dies, das, jenes, welches. Und geht weg. Deswegen kontrolliere ich gerade einfach mal eine Runde mehr. Ich glaube, da sind 20.000, 30.000 sind da so durchgeballert. Das war ein bisschen dumm. Willst du aber hier nicht die Ecke stehen lassen, mein Freund? Oder, mal. Will der abgefahren werden oder macht er das jetzt, weil er merkt, hier ist so eine schmale Ecke? Dann würde ich... Ja, krass. Also auch wenn es ab und an mal zicken macht. Es ist krass, wie gut Courseplay und Autodrive mittlerweile funktionieren. Es ist einfach heftig. Sagt es und im nächsten Moment vor der Drescher in einen Baum. Nein, okay, gut. Sehr schön. Ich glaube, in der letzten Runde haben wir hier... anderthalb Mal abgefahren, aber mit einem kleineren Hänger. Das hier ist ja der große Joskin.
Da geht eine Menge rein. Wie viel geht denn da eigentlich rein? Ich weiß es gerade gar nicht. Vielleicht erzähle ich auch Mumpitz. Wo bist du denn? Da. 47.000. Und in den Krampe gehen 40.000. Also nochmal eine so eine Ladung mehr in dem Großen hier. 4.362 Euro Lohnzahlung. Das muss man halt einkalkulieren, wenn man automatisiert arbeiten lässt. Und das hier ist ein Klassiker. Dieser Baum, der muss da weg. Weil die bleiben hier immer hängen. Jedes Mal. In der Regel lässt sich das aber beheben, indem man dann stoppt, auf naheliegendsten Wegpunkt umstellt und sagt, Abfahrer einstellen. Und jetzt müsste er eigentlich wieder auf die Linie gehen und geradeaus wegziehen. Wunderbar. Klappt. Aber dieser Baum muss dort weg. Das wäre auch eins der nächsten Felder, das ich hier kaufen wollen würde. Einmal hier nach unten. Die 74 hier zur Erweiterung. 207.000 kostet das. Wir haben noch 100.000 Kredit, glaube ich, am Laufen. Aktuell. Also mal eben gekauft ist das nicht. Kontostand 68.000. Gerade aber auch viel Lohnkosten. Wesentlich weniger Soja hier runtergeholt als gehofft. Beim Weizen haben wir ein bisschen mehr. Da kann ich, wenn der Rübenauftrag durch ist oder einer der Hänger wieder frei ist, kann ich mal schauen, ob dass ich das wegfahre. Aber aktuell kann ich mich hier nicht groß erweitern. Denke ich mal. Weizen haben wir jetzt 181.600 Liter. Und da ist auch am Agrarstore gerade höchster Preis, oder? Die Agrarstore AG sollte ich mal einfahren demnächst. Da kann ich nämlich Soja loswerden und Weizen. Hahaha, mir fehlt eigentlich ein Hänger. Plus jetzt gerade habe ich aber auch alle Zugmaschinen in Betrieb, ne? Also ich hätte gar keine Möglichkeit, jetzt loszufahren und zu verkaufen. Der Rübenauftrag wird wohl noch ein bisschen brauchen. Verdammt. Ah, aber ich habe diesmal keinen Tiger bekommen. Sondern hier den Terrados T4. Auch schick in Rot. Der ist noch größer, wenn ich das richtig gesehen habe. Der hat irgendwie über 5 Meter Breite. Komfortabel. Ist einer der Abfahrer. Ist es hier nicht bei mir? Nee, ist es nicht. Dieses Mal gab es auch kein MAN. Ich weiß gar nicht, was das ist. Du warst... Was warst du denn? Du warst hier gleich der Erste, ne? Oder jetzt ein Phoenix. Phoenix Agrotruck. Ach, schaut an, der Campingplatz. Ich habe übrigens einen zweiten davon gefunden. Wusste ich gar nicht, dass es auch noch einen zweiten gibt. Und da stehen auch gleich ein paar Hänger mehr. Da wird ein bisschen mehr gecampt. So, 35.000 Liter Stroh. Ich weiß nicht, wie vielte Runde das jetzt schon ist. Aber der ist hier schon ordentlich unterwegs. Also Strohmangel haben wir nicht. Aber Strohpreise sind ja auch in der Regel nicht so der Knüller, oder? Nee. 61 Euro beim Hackschnitzelverkauf habe ich noch nicht eingefahren. Und Hackschnitzelverkauf muss man rückwärts anfahren. Also, ah, das ist so eine Sache. Würde ich einmal testen, ob das hinhaut. Das ist, wenn ich mich nicht täusche... Hier beim, war das Meier Landhandel? Nee, nicht der Meier Landhandel. Da unten hatten wir irgendwas eingefahren. Ich weiß gerade nicht mehr was. Was war das denn? Die Ölmühle, genau. Und dann
Hinter der Ölmühle muss man so rückwärts reinsetzen hier in die Richtung und dann vorwärts wieder raus. Ah, und das klappt bei mir tatsächlich noch nicht ganz so gut mit dem rückwärts automatisiert abladen. Aber wäre hier jetzt mal eine Gelegenheit, das zu üben. Und das sieht so aus, als wäre das Silo voll, oder täuscht das gerade? Stroh. Wieso haben wir denn jetzt nur 200.000 Liter? Das irritiert mich. Wir haben noch ein. Ja, guck. Hä? Das variiert hier mit den Mengen, die hier rein können. Ah, sind die Silo-Trigger jetzt miteinander verbunden, weil in das Silo da drüben, da geht Stroh rein. Und in das hier anscheinend nicht. Muss ich da hinten doch erweitern, um. Das ist natürlich crazy. Lass uns das mal ausprobieren. Silos. Einmal der alte Trick mit dem ausgeklinkten Mausrad. Silo-Erweiterung 15.000. Gib mal her. Dreh das mal rum. Dachte gerade, wo ist mein Silo? Wo ist mein Silo hin? Es ist hier, okay. Alles ist gut. Nichts ist verloren. Jetzt muss ich das aber einigermaßen gleichmäßig hier angliedern. So, passt das schon, ne? Sieht doch schon ganz gut aus hier oben. Ein bisschen näher ran. Tack. Und dann bauen wir hier gleich noch einen ran. Sonst sieht es doof aus. So, jetzt will ich wissen, hat sich das erweitert oder nicht? Hier haben wir jetzt 900.000. Da muss ja aber beim Stroh auch hochgegangen sein. Oder? Nee, ist es nicht. Oh, wie ärgerlich. Das ist ärgerlich, aber eine gute Erkenntnis ist, diese Silos sind miteinander irgendwie verknüpft. Und ich kann an dieser Position einfach alles, ja, abfahren. Was mache ich denn jetzt? Da muss ich ja tatsächlich den Hackschnitzelverkauf einfahren, oder? Oh nö. Dann mach erstmal den Wagen nochmal voll. Gut, dann probieren wir das. Der Weg ist aber relativ weit. Es dauert ewig, bis ich dann dieses Feld runter habe. Und das möchte ich ja eigentlich auch aufbereiten. Also wenn Feld 73 durchgegrubbert ist, dann werde ich einfach den Rest Stroh, der da darauf liegt, wahrscheinlich mit untergrubbern. Ich habe jetzt 200.000 Liter im Silo, also falls ich in Tiere machen möchte, das ist erstmal kein Problem, jedenfalls nicht was Stroh angeht. So weit hin und her fahren für die Kohle, die wir da bekommen. Also ist halt mega lang unterwegs, ne? Der muss jetzt hier immer das Feld neu abfahren. Das merkt er sich leider nicht, wo er aufgehört hat. Ich weiß nicht, ob das geht. Das muss ich nochmal nachschauen. Das wäre natürlich von Vorteil, wenn er dann dort ansetzt, wo er zuletzt gestoppt hat. Aber hier ist es jetzt noch so. Ich glaube, ich habe Mist erzählt. Das sieht mir ganz stark danach aus, dass ich Mist erzählt habe und der sich gemerkt hat, wo er gestoppt ist. Wieso ist hier eigentlich Kleeheu? Das ist ja Quatsch. Das ist schon Stroh. Bin ich mal gespannt. Das beobachte ich kurz. Das wäre sowas von Vorteil. Das sieht mir ganz danach aus. Dann habe ich beim letzten Mal irgendwas falsch gemacht oder nicht richtig geguckt, weil beim Gras ist er immer noch mal die ganze Runde abgefahren. Da hat das noch nicht so funktioniert, wie es sollte. Aber ja, gut. Gut.
Dann werden wir mal versuchen, den Hackschnitzelverkauf einzufahren. In der nächsten Folge machen wir das dann höchstwahrscheinlich. Und schauen wir, ob das klappt. Dann noch einmal durchchecken hier. Abfahrer ist unterwegs. Ackergras wird hier abgeerntet. Hier wird schon gekalkt. Wunderbar. Die Linien brauchst du mir aber gerade auch nicht unbedingt zeigen. Die machen wir mal weg. Kalk läuft auch. Hier ist unser Abfahrer fürs Ackergras. 10.297 hat er gerade mal drin. Nun gut. Grubbern läuft auch schon in der zweiten Runde. Er sieht schon geil aus, ne? Rübe läuft. Abfahrer steht richtig. Okay. Super. Dann hole ich euch in der nächsten Folge wieder dazu. Dann müsste hier der Wagen auch voll sein. Dann können wir mal schauen, dass wir das hinbekommen mit dem Hackschnitzelverkauf. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir gerne einen Daumen da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.